gibt es Sensitive, die fürs Naive empfänglich noch sind. Da musst du unschuldsvolle Augen machen und schüchtern lachen und mimen das Kind. Jedoch beileibe, nicht übertreibe, zu sehr das Tral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 a. Sonst wird verdrießlich und du kommst schließlich ums Ganze. Tral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 a. Andere lieben nur das Ordinäre, aus niederer Sphäre den rüdesten Ton. Am besten kommt man denen mit Exzessen, so nach der Hessen, ab Sachenfasson. Man muss verderbt sein und rot gefärbt sein und dann noch tral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 a. Denn von der Feinheit zur Erzgemeinheit ist nur ein Tral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 a. Wieder andere lieben die Robusten, die Selbstbewussten voll männlicher Kraft. Die muss man wie die ungetreuen Sklaven gleich streng bestrafen, dann hat man's geschafft. Sie werden närrisch, wenn man sie herrisch nur anhaucht. Und alles wagend, beweist man schlagend die Macht des Tralalalalalalalala. Auf diese Art behandle ich die Männer, ich bin ein Kenner vom starken Geschlecht. Ich mime oft die allertollsten Sachen, das ist zum Lachen, und die alten Geschlecht. Im Liebesfalle sind nämlich alle ein bisschen tral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 a. Im Liebesfalle sind nämlich alle ein bisschen tralalalalalalalala.